Neue Woche, neues Video und ja, es ist tatsächlich so. Carlos Valderrama fährt mit zur EM. Nein, natürlich nicht. Aber wir wollen über die Europameisterschaft sprechen, die jetzt ansteht in Deutschland. In wenigen Wochen geht's los und sie hat eine gewisse Prise VfB-Beteiligung, Christian. Und das soll heute unser Thema sein. Das ist richtig. Die Europameisterschaft startet Mitte Juni, geht bis Mitte Juli. Das heißt, nach Bundesliga-Abschluss ist da noch ein bisschen Zeit. Aber die Drähte glühen jetzt schon, die ersten Nominierungen laufen. Und ja, der DFB hat sich bei seiner Auswahl der nominierten Spieler ein bisschen was einfallen lassen, sagen die einen. Ja. Ganz kreativ gewesen, sagen die anderen. Ich sag, das nimmt teilweise groteske Züge an, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie siehst du es? Das, wenn jetzt dann Lieschen Müller aus Oer-Erkenschwick noch Manuel Neuer bekannt gibt, dann haben wir, glaube ich, alle abgeholt, alle Zielgruppen in diesem Land. Aber grundsätzlich ist es ja so. Die letzten Jahre war immer ein großes Thema Hohn und Spott dem DFB. Denn jedes Mal, wenn er versucht hat, irgendeine Nominierungsnummer in einem gewissen Rahmen durchzuziehen, kamen schon ein, zwei, vielleicht sogar drei Tage vorher die Plettenbergs dieser Welt um die Ecke und haben den Kader geleakt. Also hat sich der DFB gedacht, warum, oder wahrscheinlich war es gar nicht der DFB, sondern irgendeine Agentur, die Idee hatte, warum liegen wir denn nicht mal, diese ganzen Spieler? Und so machen sie es jetzt. Seit vergangenen Sonntagabend, Tagesschau, Primetime, 2015. Ich glaube, es gibt keine Sendung im linearen Fernsehen Deutschlands mehr, die so eine hohe Einschaltquote hat wie diese Tagesschau am Sonntagabend. Die gucken eigentlich sehr, sehr viele Menschen. Und da wurde mit Nico Schlotterbeck der erste Spieler bekannt gegeben. Mittlerweile sind es einige mehr, darunter auch die vom VfB und die Art und Weise bzw. die Plattformen, auf denen diese Nachrichten bekannt gegeben wurden, die wurden immer nischiger, ne, Christian? Ja, wobei, also Jens Riewer in der Tagesschau sagen, eine ist das absolute Highlight gewesen, für mich natürlich Frauke Ludowig bei RTL. Als alter Trash-TV-Aficionado. Kann nicht mehr kommen, jetzt frisch haben wir gesehen, Jo Gerner von GZSZ hat Jo Kimmich verkündet, welch Zufall. Also, ja. Es ist mal was anderes. Ich persönlich, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich brauche das nicht. Mir reicht auch, wenn irgendwie ein Bildpost erscheint, wo die Namen stehen. Aber der Grundgedanke ist natürlich, dass die Stimmung so ein bisschen gehoben wird, dass das Ganze sich über ein paar Tage zieht, dass die Vorfreude ein bisschen steigt, auch in der Bevölkerung. Und das wird, sage ich mal, für den normalen Fußballfan, der nicht wie wir beiden Verrückten jetzt irgendwie jeden Samstag Bundesliga schaut und Regionalliga, sondern für denjenigen Fan, der sich vielleicht dann nur für WM und EM interessiert, dann schon den Effekt haben. Die werden abgeholt, diese Menschen, das ist definitiv so. Es gibt gerade kein größeres Gesprächsthema mehr auf den Straßen. Und das ist nichts anderes als Ziel erreicht für diese Werbeagentur, die da für den DFB arbeitet. Kommen wir mal zu den VfB-Spielern. Wir wissen, dass alle vier, die vorher schon nominiert wurden für die letzten Länderspiele, jetzt auch in diesem EM-Kader dabei sind. Das heißt, Maxi Mittelstädt, Chris Führig, Dennis Undav und Waldemar Anton, die sind im vorläufigen Kader von Julian Nagelsmann. Er könnte, wenn er denn wollte, wahrscheinlich noch welche noch Spieler streichen. Sind alle vier dabei. Was zeichnet sie aus, Christian? Wieso sind sie dabei? Ja, ich glaube, das wissen diejenigen am besten, die den VfB beobachtet haben in dieser Saison. Die vielen, vielen Fans, wir und unsere Kollegen. Das ist einfach der Lohn für die Entwicklung, die der VfB genommen hat im letzten Jahr unter Sebastian Hoeneß, der jeden dieser Spieler besser gemacht hat. Ja, das ist auch ein großer Verdienst von ihm. Und wenn man sich allein anschaut, die Entwicklung von Spielern, die beim VfB schon länger da sind. Also ich würde das mal sozusagen aufteilen in Waldemar Anton, der schon länger das VfB-Trikot trägt, und Chris Führig auf der einen Seite, die also schon ein bisschen auch die dunkleren Zeiten beim VfB mitgemacht haben. Auf der anderen Seite die beiden Spieler, die jetzt frisch im Sommer dazugekommen sind, also Maxi Mittelstädt und Dennis Undav, die hierher gekommen sind und aufgeblüht sind beim VfB. Wenn man das so ein bisschen unterteilt, dann wird man eben sehen, dass Dennis Undav und Maxi Mittelstädt ganz viel Frische reingebracht haben, nicht nur spielerisch, nicht nur taktisch, nicht nur vom Einsatz, sondern auch atmosphärisch. Ja? Ja. Also Dennis Undav, ich glaube, über den haben wir schon viel, viel gesprochen. Vielleicht so ein bisschen der neue Lukas Podolski, der einfach ist, wie er ist und mit seiner erfrischenden Art dafür sorgen kann, dass sich, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland in ihn verliebt. Im Juni, davon gehe ich zumindest aus. Maxi, Stichwort geisteskrank Mittelstädt, der auf der Linksverteidigerposition für verhältnismäßig wenig Geld geholt wurde und massiv performt hat und wie Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz vor den letzten Testspielen gesagt hat, zu den Top-Innenverteidigern der Welt zählt, was die reinen Statistiken angeht.
Und Linksverteidiger. Dann halt, Linksverteidiger, danke Philipp Meisel. Mit, rechts ist da, wo der Daumen links ist oder so heißt es. Ne? Das andere rechts. Genau. Ja, ja, ja. Dann eben Chris Führig und Waldemar Anton, die länger schon beim VfB sind, die Abstiegskampfzeiten miterlebt haben. Chris Führig, der früher in der Offensive oft Entscheidungsschwierigkeiten hatte, wo sich, glaube ich, viele Fans die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, was ist das, warum schießt er nicht, wenn er passen soll, warum passt er nicht, wenn er schießen soll. Das ist mittlerweile um 180 Grad gedreht. Chris Führig ist der wichtigste Baustein neben Gerassi und Undaf in der VfB-Offensive. Ja. Und über Waldemar Anton, glaube ich, Philipp, da müssen wir gar nichts reden. Der Capitano, der den VfB durchgezogen hat durch die Tiefen und jetzt durch die Höhen. Ich glaube, eine Sache darf man zusätzlich noch erwähnen, gilt zumindest für alle drei. Chris Führig nehme ich ein bisschen da in Klammer. Die können nicht nur eine Rolle, die können mehrere Rollen. Ja, Maxi Mittelstädt, der kann Linksverteidiger spielen, der kann linke Schiene spielen, der kann aber auch links offensiv, wenn das gefragt ist. Ein Dennis Undaf, den kannst du als Zehner spielen lassen, so sieht er sich selber sowieso, sagt er auch von sich selbst, ich bin eigentlich ein Zehner. Der kann hängende Spitze, falsche Neun, der kann als zweiter Stürmer auftreten, der kann ebenso über die Außen kommen. Und Waldemar Anton, der hat schon hinlänglich bewiesen, der spielt ja in der Viererkette, in der klassischen, alle vier Rollen, wenn es darauf ankommt, gleichzeitig. Der kann Dreierkette, innen oder außen, alle Rollen bekleiden. Er hat ein, sag ich mal, progressives Aufbauspiel, das ihn auch prädestiniert, als Quarterback in der Dreierreihe zentral beispielsweise zu spielen. Man denkt beispielsweise... Also beispielsweise Zuspiele von Waldemar Anton auf Dennis Undaf in Freiburg, erinnere ich mich zum Beispiel. Das ist dieses, ja, was du meinst, diese Pässe auch in die Schnittstelle, wo gefühlt die ganze gegnerische Mannschaft ausgehebelt, ja, wird mit einem Zuspiel. Das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn man sich anschaut, wie Julian Nagelsmann spielen lassen will, dann sind das eben genau diese Profis, die in dieses Portfolio reinpassen. Zum einen diese sogenannte Polyvalenz, also auf verschiedenen Positionen einsetzbar, richtig, zu sein. Und zum anderen, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für Julian Nagelsmann, man muss ja beim VfB Chris Führig und Maxi Mittelstädt so ein bisschen im Tandem denken. Die sind ja vielleicht, nicht vielleicht, in meinen Augen sind sie sicher, das beste Tandem auf der linken Seite in der Bundesliga. Genau, das ist ein blindes Verständnis. Der eine weiß, was der andere macht, wenn er hinten umläuft, wenn er vorne die Schnittstelle sucht. Das ist, als würden da zwei auf dem Platz stehen, die sich auf dem Platz und daneben blind verstehen, und ich glaube, auch darum geht es Julian Nagelsmann. Oder einfach geisteskrank, wie es Maxi Mittelstädt ausdrücken würde. Geisteskrank ist nicht unbedingt, sondern eher unspektakulär das, was den DFB noch erwartet bis zur Europameisterschaft. Kurz nach der Bundesliga direkt versammeln sich die Spieler, die dann im vorläufigen Kader sind, schon. Es gibt zwei Testspiele noch vor der Europameisterschaft gegen die Ukraine und Griechenland. Und dann geht's los in der Vorrundengruppe A für das DFB-Team. Da trifft man auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das Spiel gegen Ungarn übrigens in der Stuttgarter Arena. Und wer weiß, vielleicht ist sogar noch ein Fünfter vom VfB dabei. Leo Stergiou, der just Mittwoch offiziell als Neuzugang beim VfB verkündet wurde, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Die nächsten 4 Jahre wird er hier den Brustring tragen. Der könnte noch für die Schweiz in den Kader rutschen. Er ist zumindest unter Beobachtung. Das hat uns Hakan Yakin verraten, der Nationaltrainer der Schweizer. Wir waren dort, haben ihn getroffen in der Schweiz, logischerweise. Und, der Ort ist überbewertet. Der Ort ist überbewertet. Und da wird am Freitagvormittag um 11 Uhr der Kader bekannt gegeben. Auch da könnte es noch Streichungen geben, aber es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, dass der VfB-Verteidiger bei den Schweizern im Aufgebot stehen wird. Ludovic Magnan, gefällt das? Wir werden das für euch beobachten und verweisen an der Stelle gerne natürlich noch auf unseren Podcast statt, indem wir in dieser Woche über das vergangene Spiel noch in Augsburg sprechen, auch wenn es schon eine Weile her ist, und natürlich auf den letzten Spieltag vorausblicken. Zu Hause geht es für den VfB gegen Borussia Mönchengladbach, um vielleicht aus den 70 Punkten, die es gerade sind, noch 73 zu machen, was, glaube ich, dem Wahnsinn die Krone aufsetzen würde. Hört da gerne rein. Ab Donnerstag sind wir für euch da und wie immer, schreibt uns hier unten in die Kommentare, was ihr denn von den Nominierungen haltet. Vielleicht auch von der Art und Weise, wie die Nominierung stattgefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, denen das gefällt. Sagt uns da gerne Bescheid. Und welcher der VfB-Spieler vielleicht bei der EM den größten Eindruck hinterlassen wird. Geisteskrank. Bis nächste Woche.